Da sind wir wieder bei Baphomets Fluch der Karibik. Naja, sozusagen. Ja, im letzten Teil haben sich George und Nico getrennt, um beide jeweils einen der verschwundenen Obsidiansteine zu suchen. Ja, Nico ist nach England geflogen und George ist hier in der Karibik. Und jetzt schauen wir uns doch mal um. Hier ist ein Mann. Da. Der Typ macht irgendwas Technisches mit einem Theodoliten. Zumindest nehme ich das an. Für mich sieht es so aus, als ob er einfach nur durchguckt. Ja, wahrscheinlich tut er auch das. Dann guck dir doch mal die Pläne an. Ich muss einfach einen Blick auf diese Baupläne werfen. Hey, Rasta! Komisch, wo immer ich hingehe, überall höre ich diese Worte. Paris, Syrien, Irland oder Spanien, das ist wohl international. Was ziehen Sie denn hier für eine Show ab? Ich habe nur versucht, etwas Interesse an Ihrem Projekt zu zeigen. Ach, ist der nett. Hi, ich bin George Stobart. Hallo, ist das hier Catch's Landing? Ja, stimmt genau. Ich bin George Stobart. Sie sind Landvermesser, habe ich recht, Mr. Bronson, und natürlich bin ich Vermesser. Warum zum Teufel hätte ich sonst wohl einen Theodoliten? Keine Ahnung, vielleicht Ihr Hobby? Ja, sicher doch. Was wollen Sie überhaupt hier? Ich suche nach einem antiken Maya-Kunstwerk. Was soll das sein? Schmuck oder so? Nein, ein Stück Obsidian. Ein schwarzer Stein mit angeblich mystischen Kräften. Sie sind ja bescheuert. Oh, wir werden ihn noch lieben lernen, diesen... ich habe seinen Namen direkt wieder vergessen. Egal. Der sieht so ähnlich aus wie der Stein, den ich suche. Warum glauben Sie, dass Sie ihn gerade hier finden? Als die Steine im 17. Jahrhundert gestohlen wurden, da... Moment mal, die Steine sind seit 300 Jahren verschwunden? Ja. Ungefähr. Und Sie hoffen, sie wiederzufinden? Sie sind ja verrückt. Und warum gerade hier? Ein weiser alter Indio-Schamane hat mir erzählt, er habe die Steine in einer Vision gesehen, wo... Das hat was. Was Bescheuertes. Hauen Sie ab, ich hab zu arbeiten. Ach, ist der nett. Nee, nee. Schauen Sie sich das an. Ein Artikel über eine totale Sonnenfinsternis. Ach, wirklich? Hören Sie, ich will ja nicht unhöflich sein, aber das ist ebenso meine Natur. Ist mir scheißegal, ehrlich. Huch, das ging jetzt doch schneller, als ich dachte. Ich habe mal eben eine Kerze angemacht. So. Bis später mal, Bronson. Bronson, genau. Ich hatte jetzt gerade Morris im Kopf, weil ich jetzt irgendwie 3 oder 4 Parts von Let's Play Time Hollow von Kurumi-chan geguckt habe. Übrigens sehr zu empfehlen, also schaut mal rein, wenn ihr Zeit und Lust habt. Also er heißt Bronson und nicht Morris. Wie auch immer ich auf Morris gekommen bin. Egal. So, wir gehen jetzt einfach mal hier so lang. Denn da sitzt jemand. Da. Junge, der hat noch nicht mal mehr einen Namen. Na gut, wir kennen ihn ja auch noch nicht. Willst du etwas Fisch kaufen? Ich mag keinen Fisch. Wie heißt du? Rio, das heißt Fluss. Und du? George, das heißt, naja, ist halt so ein Name. Ach, George, du bist so toll. Du bist so super. Ich würde dich so gerne mal kennenlernen, wenn es dich gäbe, ehrlich. Stimmt es, dass Captain Ketch hier in der Gegend gelebt hat? Das stimmt. Das da oben auf dem Hügel, das ist sein Haus. Es ist heute ein Museum. Ja, das ist genau das, was ich suche. Danke, mein Junge. Du wirst nicht reinkommen, Mann. Die alten Schwestern haben es zugemacht. Was weißt du über Captain Ketch? Nur was jeder hier weiß. Er war Pirat und wurde gehängt. Ja. Keine Schule heute? Nein, Sir. Was ist mit deiner Ausbildung? Ich kann fischen, segeln und schwimmen. Ich habe mich selbst versorgt, seit ich 6 war. Und ich spreche 2 Sprachen. Bist du für den Job als Strandobdachloser nicht überqualifiziert? Die Konkurrenz ist groß und wird immer jünger. Ja. Wer sind diese beiden alten Damen, von denen du geredet hast? Miss Frost und Miss Mina Ketch. Warum haben die beiden Ladies das Museum geschlossen? Das war Bronsons Schuld. Der hat Pläne, wie man das Museum umbauen könnte. Sie werden es aber noch bedauern. Der Kerl ist ein Betrüger. Ja, so sieht er auch aus. Hilfst du mir, an diese Pläne zu kommen? Ich traue mich nicht in Bronsons Nähe. Er hat mir geschworen, mich zu ersäufen, als er neulich den Fisch in seinem Schlafsack gefunden hat.
Hört sich aber spaßig an. Weißt du irgendwas über Piratenschätze? Mann, das sind doch alles nur Märchen. Es gibt keine echten Piratenschätze. Hast du eine Ahnung? Weißt du irgendwas über eine bevorstehende Sonnenfinsternis? Nein, aber das würde erklären, warum das Wetter so schlecht wird. Rio, es ist ein wundervoller Tag. Es ist gerade mal ein hingehauchtes Wölkchen am Himmel. Vertrau mir, es wird sehr bald sehr schlecht. Rio, der Wetterfrosch. Erinnert mich ein bisschen an Neo, den Marktjungen aus Syrien. Mensch, wo wir mit George schon überall waren. Ich frag mich, wer das alles finanziert. So, dürfen wir da durchgucken? Lauf nicht so weit weg, George. Da blinkt was. Habt ihr das gesehen? Oben an so einem Mast? Naja, wir gehen jetzt erstmal hoch. Und reden mit den beiden Schwestern. Ich gucke uns erstmal an. Zwei ältere Damen sitzen vor dem Haus und genießen ihren Nachmittagstee. Guten Tag, ich heiße George Stobbart. Guten Tag, Mr. Stobbart. Dürfen wir Ihnen etwas Tee anbieten? Nein, vielen Dank, Madam. Ich mag keinen Tee. Ja, viel zu reden gibt's ja nicht. Ist das Ihre Katze? Ja, allerdings. Das ist nur Ruddles. Mögen Sie Katzen, Mr. Stobbart? Na sicher. Ich liebe sie. Sie sind so süß mit ihren Krallen und ihren Reißzähnen. Ja, wirklich süß, nicht wahr? Keine Anbieterei. Bitte, Mina. Ja, man merkt also, wer von den beiden, die Hosen anhat. Es ist nicht gut, wenn Schwestern in dem Alter noch zusammenwohnen. Mm-mm. Können Sie mir etwas über Captain Ketch erzählen? Bestimmt mehr, als Sie uns über Ihren Groß-Groß-Groß-Groß-Großvater erzählen könnten. Sie sind seine Nachfahren? Aber sicher. Captain Ketch wurde in Dorset in England geboren, zu Zeiten von König Heinrich VIII. Seine Eltern waren einfache Bauern, aber der junge Frederick Ketch beschloss, zur See zu fahren. Wir haben viele Seeleute in unserer Familie, Mr. Stobbart. Interessieren Sie sich für Geschichte, Mr. Stobbart? Ja. Ja, allerdings. Sie waren dabei, mir etwas über Captain Ketch zu erzählen. Bitte fahren Sie doch fort. Oh ja, er segelte unter Hawkins. Jim Hawkins? John Hawkins, einem der größten Händler der elisabethanischen Epoche. 1568 war Frederick Ketch noch ein junger Mann und versah seinen Dienst an Bord der Jesus, Hawkins' Flaggschiff. Sie segelten von England nach Afrika und dann über den wilden Atlantik zu diesen Inseln. Ketch sollte die Küste Englands niemals wiedersehen. Warum? Blieb er in der Karibik? Wieso ist Ketch nie wieder nach Hause gekommen? Weil die Spanier die Jesus durch Verrat versenken konnten. Okay. Sie sagten, Hawkins' Flotte trieb Handel zwischen Afrika und Westindien. Womit hat er gehandelt? Schwarze Männer, mit keinem Hemd an. Sie müssen bedenken, Mr. Stobbart, das war im 16. Jahrhundert. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Hawkins und Ketch Sklavenhändler und Piraten waren. Würde es Sie überraschen, wenn ich Ihnen erzählte, dass Hawkins außerdem ein strenggläubiger Mann war? Er transportierte Sklaven in einem Schiff, das nach Jesus Christus benannt war? Das macht ihn in meinen Augen zu einem Heuchler. Hört, hört! Was ist aus Ketch geworden? Ist er umgekommen? Oh nein! Er konnte entkommen und kehrte hierher zurück, auf diese Insel, genau in dieses Haus. Das Frederick Ketch Gedenkmuseum. Ja, das hast du schön gesagt. Stimmt es, dass Frederick Ketch ein Pirat war? Frederick Ketch war mit Sicherheit kein Pirat. Sie haben ihn aufgehängt, müssen Sie wissen. Da unten am Strand, vor den Augen seiner Familie. Haben sich nicht mal die Mühe gemacht, ihn zu verurteilen. Haben ihn einfach vom Frühstückstisch weggeholt und in Ketten aufgehängt. Interessant, dass in den Untertiteln aufgehangen stand. Also, wenn er kein Pirat war, warum haben Sie ihn dann gehängt? Neid. Reiner, purer Neid. Er war ein erfolgreicher Freibeuter gewesen und er hatte große Reichtümer angesammelt. Reich wie ein Nerz im Käfig. Sei still, Mina. Ja, Frost. Ein missgünstiger Gouverneur und seine Lakaien wollten Ketchs Geld. Sie konstruierten irgendeine lächerliche Anklage, Missachtung der Bedingungen in seinem Kaperbrief oder sowas, und haben ihn gehängt wie einen gewöhnlichen Dieb. So, war er das nicht auch? Kaperbrief? Das Dokument, das es ihm erlaubte, die Feinde der Krone anzugreifen und zu vernichten.
Der Unterschied zwischen einem ehrlichen Freibeuter und einem gewöhnlichen Piraten. Joho! Entschuldigung, Frost. Naja, warum hat Ketch Ihnen dann nicht einfach gesagt, verzieht euch Jungs, ich habe eine Piratenlizenz? Frederick Ketch war kein Pirat. Aber er hat Ihnen seinen Kaperbrief gezeigt. Doch Sie haben ihn einfach zerrissen und ihn trotzdem gehängt. Sachen gibt's? Ich habe mit Rio gesprochen, dem kleinen Fischerjungen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den kleinen Nichtsnutz in meiner Gegenwart nicht erwähnen würden. Dieser schmutzige Mistkäfer. Dieses stinkende kleine Fischmaul. Das reicht jetzt. Danke, Mina. Die mögen den aber nicht. Ich vermute, Sie haben nicht viel Zeit für den kleinen Jungen. Dieses Kind ist ein Krimineller, Mr. Stobbart. Also hören Sie, der Kleine ist erst, na, vielleicht 11 oder so. Ein kleiner Schurke mit einem Bein in der Besserungsanstalt. Warum denn? Er ist doch nett. Was mögen Sie denn an Rio nicht, Miss Frost? Naja, vor einiger Zeit haben er und Emily... Halt sofort den Mund, Mina! Wer ist denn Emily? Was können Sie mir über Emily erzählen? Emily? Was geht Sie das denn an? Ihre Eltern wurden bei einem Taifun getötet. Als ihre einzigen lebenden Verwandten haben wir die Bürde auf uns genommen, das Kind großzuziehen. Schön zu wissen, dass die gute alte Charité noch nicht tot ist. Die kenne ich nicht. War die auch an Bord bei dem Taifun? Mr. Stobbart redet nicht über eine Dame. Er gibt nur mit seinen Französischbröckchen und seinem Sarkasmus an. Touché. Was können Sie mir sonst noch über Emily erzählen? Wie können Sie es wagen, so in unseren Familienangelegenheiten herumzuschnüffeln? Ich weigere mich auch nur noch eine weitere Ihrer impertinenten Fragen zu beantworten. Menno, ich bin doch so neugierig. Ja, wir wollen ins Frederick Ketch Gedenkmuseum. Es ist abgeschlossen. Das Haus ist geschlossen. Wieso das? Es wird gerade renoviert. Renoviert? Wo sind denn die Bauarbeiter? Vorbereitung ist die halbe Arbeit, junger Mann. Wir haben vor, das Museum für das neue Jahrhundert fit zu machen. Das Frederick Ketch Gedenkmuseum. Das sehe in Neon bestimmt herrlich aus. Ein Museum für einen Piraten? Die Antwort darauf ist ein einiges Schweigen. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, war er kein Pirat. Das ist genau die Art böswilliger Falschaussagen, die Mr. Bronson widerlegen will. Oh, wie das? Mr. Bronson hat sich freundlicherweise bereit erklärt, den Umbau des Museums zu einem sehr vernünftigen Preis durchzuführen. Er weiß, wie wichtig ein Verständnis der Geschichte ist. Komisch, da habe ich aber einen ganz anderen Eindruck von Bronson. Außerdem kennt er sich mit sphärischer Geometrie aus. Mina! Na, wenn's doch stimmt. Hören Sie, Madame, ich bin von weit her angereist, um dieses Haus zu besichtigen. Wenn wir in Ihrem Fall eine Ausnahme machen, dann will nachher jeder rein. Verzeihen Sie meine Offenheit, aber ich musste mich nicht gerade durch eine wartende Menschenmenge quetschen. Sie sind immerhin der zweite Besucher heute. Nein, tut mir leid, völlig unmöglich. Ach, okay, also müssen wir die anders dazu kriegen, uns reinzulassen. So. Dazu müssen wir nämlich zuerst die Schwestern da oben wegkriegen. Und dazu fällt mir was ein. Naja, George. Warum haben die beiden Ladies das Museum geschlossen? Das war Bronsons Schuld. Der hat Pläne, wie man das Museum umbauen könnte. Oh, ich weiß alles über Mr. Bronsons nette Pläne. Erzähl mir doch mal was über deine Freundin Emily. Warum interessierst du dich so für Emily Ketch? Emily Ketch? Eine Nachfahrin von Captain Ketch, dem Piraten? Stimmt, genau. Und das stört dich nicht? Warum sollte es? Wir sind doch nicht verantwortlich für unsere Vorfahren. Genau. So, jetzt reden wir nochmal mit Bronson, der nicht Morris heißt. Sonst wäre er ja nicht Bronson. Oh, es lebe die Logik. Ja, los, sprich mit dem. Hui, da gibt's aber jetzt doch relativ viel zu reden. Ich habe gedacht, das ist nur ein Punkt. Was machen Sie mit dem Theodoliten? Das alte Haus vermessen. Ich habe große Pläne mit dem Schuppen. Ach ja? Aber sicher. Schauen Sie sich um. Was sehen Sie? Ein Paradies.
Ich sehe geschäftliche Möglichkeiten. Dieser Ort ist reif für eine touristische Erschließung. Eigentlich gefällt er mir so, wie er ist. Und das unterscheidet uns. Sehen Sie, Mr. Stobart, man könnte sagen, ich bin ein Mann mit Visionen. Ich sehe eine großartige Zukunft für Cat's Landing. Und sie beginnt genau hier, mit diesem Haus. Hören Sie, hat der Kleine Ihnen Ärger gemacht? Der Fischerjunge? Nein, der war ganz höflich zu mir. Der? Pah, das ist ein kleiner Krimineller. Schätze, er hat Ihnen erzählt, ich sei ein mieser Typ, was? Nein, leider nicht, niemals. Oh nein, das ist ein braver Junge, der würde sowas nie sagen. Klar würde er, der kleine Drecksack. Bist du nett. Übrigens, seht ihr hier diesen Wasserfall? Wenn man oben steht, ist da kein Wasser. Also ganz seltsam. Ich wüsste gern, wo das herkommt. Wie vermisst man denn so ein Haus? Ich habe eine reflektierende Markierung am Ende eines der Flaggenmasten da auf dem Haus angebracht. Ich peile sie durch den Theodoliten von verschiedenen Punkten aus an, notiere die Winkel zur Grundlinie und trianguliere dann den ganzen Kram, um die genaue Position des Ziels zu erhalten. Verstanden? Warum gerade das Ende eines Fahnenmastes? Wäre nicht eine Hausecke oder so besser? Sind Sie Landvermesser? Nein, ich habe Jura studiert. Dann halten Sie die Schnauze. Oh, du bist ein ganz netter Typ, Bronson. Erzählen Sie mir was über die beiden alten Ladies. Wen? Die Cat-Schwestern? Die eine ist verrückt wie ein Opossum und die andere verwandelt sie in ein Warzenschwein, wenn sie nicht aufpassen. Ja, das trifft es allerdings ganz gut, auch wenn es nicht nett ist. Könnte ich mal einen Blick auf Ihre Pläne werfen? Kommt nicht in Frage. Wieso interessieren Sie sich überhaupt dafür? Ich hatte schon immer den heimlichen Wunsch, Landvermesser zu werden. Ach, wirklich? Ja, sicher. Ich meine, ihr Vermesser seid doch die Erben der großen Erforscher. Heinrich der Navigator, Vasco da Gama, Chris Columbus. Sie segeln vielleicht nicht durch unbekannte Gewässer und entdecken keine neuen Kontinente, aber für mich sind sie Helden. Ehrlich, richtige Helden. Blöder Dünnschiss, Sie bleiben mir von den Plänen weg, ist das klar? Mann. Bis später mal, Bronson. Mach mal die Katze an. Oh, süß. Eine niedliche kleine Miezemuschi. Das heißt eigentlich eher ein fetter alter Flohcontainer. Sie ist damit beschäftigt, einen roten Ball zu misshandeln. Die ist nicht fett. Du kennst meine Katzen nicht. Hey, Mieze, willst du spielen? Vorsicht, Mistkatze. Pass auf, wo du deine Krallen reinhaust. So, wir geben ihr jetzt mal den Pfeil. Es wäre ziemlich cool, die Katze unter Drogen zu setzen. Aber ich bringe es nicht übers Herz. Außerdem würden mich die beiden Schwestern lynchen. Mist, das war das Falsche. Stimmt, was wir ihr geben müssen, brauchen wir erst gleich. Na gut. So, jetzt reden wir nochmal mit den Schwestern und hoffen, dass sie jetzt abgelenkt sind. Sie hängen wirklich an diesem Kater, wie? Er ist unser treuer Gefährte und unsere Freude. Ich könnte mir ja dieses kleine Monster schnappen und es als Geisel nehmen, bis sie mich reinlassen. Aber das ist nicht ganz mein Stil. Vielleicht kann ich ihre Zuneigung zu der Katze auf eine andere Art dazu benutzen, ins Haus zu kommen. So, jetzt können wir nämlich über Emily reden. Okay, Zeit für eine kleine Ablenkungstaktik. Ich dachte, ich hätte unten am Strand ein kleines Mädchen gesehen. Da müssen Sie sich getäuscht haben. Da muss er sich getäuscht haben. Oder nicht, Frost? Ich bin sicher, das habe ich nicht. Ein kleines Mädchen und diesen Fischerjungen. Was? Das ist unmöglich. Was haben die beiden gemacht? Och, was alle kleinen Jungs und Mädchen so machen in dem Alter. Als ich ein kleines Mädchen war, haben wir Kuh und Melkerin gespielt. Gnade Ihnen Gott, wenn Sie uns belügen, Mr. Stobart. Gnade Ihnen Gott. Warum sollte ich euch belügen? Da hätte ich überhaupt keinen Grund zu. Begleitet vom Knarren antiker Korsettstangen segelten die beiden Schwestern majestätisch über den Horizont. So. Nee, den Ball kriegen wir noch nicht. Macht nichts. So, wir stellen jetzt erstmal die Leiter auf. Die Leiter lässt sich leicht ausfahren. Und gucken, ob wir hier oben dran kommen. Ich komme nicht an den Fahnenmast. Und wegen dieses Gestrüpps kann ich die Leiter nicht benutzen. Okay, dann gehen wir wieder runter. So, wobei ich sehe gerade, ich nehme schon wieder relativ lange auf. Das heißt, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns gleich sofort in wenigen Minuten wieder. Und dann, naja, dann geht's weiter. Was sonst?